Jo Leute und herzlich willkommen zum Tag 4 des CSGO Adventskalenders 2018 und heute gehen auch mal wieder 3 Skins raus an euch. So, wir fangen mal an mit den, ich sage euch jetzt mal, was es zu gewinnen gibt. Muss ich mal kurz gucken. Also, der heutige Key ist wieder ein Operation Hydra Key, das wäre Preis Nummer 1. Dann Preis Nummer 2 wäre eine PP Bison Judgment of Anubis, die wäre hier, ist field tested. Und als dritten Preis habe ich heute wieder was ganz Leckeres. Eine M41S Cyrix in Field Tested. Das ist einer, ich finde das ist sogar einer meiner Lieblingsskins. Mir gefällt einfach diese rot-weiß-schwarze Kombo. Das gefällt mir. Ich finde rot einfach nice. So, und bevor wir jetzt auch die Gewinner ziehen, möchte ich noch kurz erwähnen, dass ich habe gestern, glaube ich, 3 Stunden lang Kommentare gelesen und auch Kommentare geantwortet und mit manchen von euch auch auf Steam gechattet. Und mir ist gestern dann auch mal so richtig bewusst worden, dass da ziemlich viele so korrekte Dudes dabei sind. Viele von die, was jetzt halt neu durch den Adventskalender dazu gestoßen sind, sind halt echt nice Boys. Also Hut ab an euch. Und es motiviert mich einfach und na, ich bin einfach hyped momentan auf den CSGO Adventskalender. Da möchte ich mir einfach mal nur Danke sagen. Einen habe ich dann sogar, gestern habe ich ja dann Matchmaking gespielt und ich war kurz davor, dass ich gleich meinen Monitor zerbürste, weil ich einfach, okay, Jungs, warte mal, ich mache mir kurz den Schnee aus. Und jetzt muss ich euch da mal kurz was zeigen. Ich habe gestern eine Runde gespielt, dann in der letzten Runde. Also wir haben dann verloren. Es stand 15 zu 9 für die Gegner. Ja genau. Und jetzt nicht wundern, warum hier so schwarze Balken sind. Ich spiele halt in 4 zu 3 oder beziehungsweise 4 zu 5 Format. Und es ist halt dann stretched und das nimmt halt das gestretchte auf und ja, es ist egal. Ist jetzt zu kompliziert. Ich stand dann in einer 1 zu 5 Klatsch Situation und habe dann 3 übelst nice weggeholt, den vierten auch noch und hätte gedacht, ich bring's jetzt und hol die Runde. Und jetzt guckt euch mal an, was passiert ist. Der stellt sich hier irgendwo da rechts. Und in diesem Moment dachte ich mir dann einfach nur so, wieso zum Fick stehst du da? Du warst doch gerade noch unten mit der Dumbledore. Wieso? Na, er steht auf Spot auf. Ah, Alter! Und da dachte ich mir dann einfach nur, GG, Alter, fuck off this game. So, Ende der Storytime. Beziehungsweise, wenn ich das Video dann bearbeite, ich werde das vielleicht auch gleich so machen, dass ich einfach nicht die, ja, ihr werdet die schwarzen Balken nie sehen. So, machen wir den Schnee wieder an. Und dann, ja, let's go, lasst die Gewinner ziehen. Bevor das hier heute mal wieder zu lange dauert. So, wie gesagt, der erste Preis ist ein Operation Hydra Key. Die Gewinner von gestern setzen heute wieder aus und so weiter und so fort, das wisst ihr ja Bescheid. So, der Gewinner Numero Uno. Fabian Jansen, gutes Video, danke mit. Dieser Fabian, der ist glaube ich einer, der war schon seit dem allerersten Adventskalender von vor 2 Jahren schon dabei ist. Bin mir jetzt nicht sicher, letztes Jahr war er auf jeden Fall dabei. Freut mich, dass du heuer auch wieder dabei bist und bist auch so
ein treuer Abonnent von mir. Gefällt mir. Glückwunsch an dich. So, der zweite Preis war ja die Pipi Bison Judgment of Anubis in Field Tested und die bekommt die FHHDF. Krasse Verlosung, Alter, hau raus. Danke, Mate. Freut mich. Glückwunsch an dich. Über den Namen brauchen wir jetzt nicht reden, das ist ein bisschen, yo, weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Aber Glückwunsch an dich. Und der dritte Preis war die M4S Cyrex in Field Tested. Und die geht raus an Gerold Albrecht. Ich kenne sogar einen Albrecht persönlich, aber das ist ein anderer. Das ist so ein ganz ein alter Mann. Also ich glaube jetzt nicht, dass du der bist. Coole Aktion. Danke, freut mich. Glückwunsch an dich. Die Gewinner werde ich unter den Kommentaren des gestrigen Videos kontaktieren, also mit den Kommentaren, die sie jetzt hier gewonnen haben. Dort antwortet ihr mir dann einfach mit eurer Trade-URL und dann offer ich euch den Preis schon raus. Wenn ihr schnell genug seid, bekommt ihr den Preis jetzt dann in den nächsten paar Minuten. Wenn nicht, dann irgendwann um Mitternacht herum oder vielleicht auch morgen in der Früh. Je nachdem, wann ich die Trade-URL bekomme, je nachdem, ob ich gerade am PC sitze oder nicht gerade irgendwo AFK, chill. So, und an all die Boys, die was heute das erste Mal einschalten und sich fragen, ja, was ist der CSGO Advents Kalender, was kann das, was, wie kann ich teilnehmen, wie funktioniert das? Kurz und knackig, es gibt ein Ankündigungsvideo, ich verlinke es euch in der Videobeschreibung, dort erfährt ihr alles. Nee, Spaß. Also ich verlinke es euch trotzdem, falls ihr euch das genauer reinziehen wollt. Aber jetzt kurz zusammengefasst, es ist im Prinzip ein Format auf YouTube, also auf meinem Kanal, wo ich halt vom 1. bis zum 24. Dezember täglich ein Video raushau und täglich auch drei oder auch mehr Preise für Giveaway. Insgesamt gehen 400 oder über 400 Dollar an Skins an euch raus. Und am 24. Dezember gibt es dann als Hauptpreis sogar, also ihr seht hier, von der Farmers Roll Cage hier bis da ganz nach oben, das geht alles raus. Und am 24. Dezember gibt es als Hauptpreis dann noch ein Bowie Knife Knight in Minimalware mit einer schönen Float. Ein krasses Knife. Man hat, ich habe das sogar geplayed, wie ich euch jetzt den Clip gezeigt habe von gestern. Also mit dem 1 vs 5 Klatsch, wo ich dann gegen den 5. gefailt habe. Ich glaube, da habe ich das sogar gespielt. Ja, kann sein, weil ich habe sogar ausgerüstet, sehe ich. Also war safe dabei. Und dann wurde ich auch wieder mal gefragt, das spreche ich jetzt auch nochmal kurz an, die Boys, was dann am 23. Dezember gewinnen, setzen ja am 24. Dezember aus. Aber nur bei den drei Hauptskins, also bei den Skins. Bei dem Hauptpreis, bei dem Bowie Knife, ist es kackegal, ob ihr am 23. Dezember was gewonnen habt, ihr seid am 24. trotzdem dabei. Wie nehmt ihr bei dem Giveaway teil? Um morgen bei der Ziehung mit dabei zu sein, müsst ihr dieses Video hier positiv bewerten, einen Kommentar unter diesem Video schreiben und ein Abonnent meines Kanals sein. Dann seid ihr bei der Ziehung morgen mit dabei. Und für die, für das Bowie Knife, für den Hauptpreis, da werde ich den Gewinner von dem Video mit den meisten Kommentaren ziehen. Also weil ich einfach möchte, dass möglichst viele Leute eine Chance haben auf das Knife. Welches Video es dann bis dorthin sein wird, das werde ich euch noch rechtzeitig sagen. Da braucht ihr mal keine Panik schieben. Und ansonsten war es dann auch wieder für heute. Wie gesagt, Glückwunsch an die drei Gewinner. Und dann wünsche ich euch auch gleich noch viel Glück für morgen. Dann sage ich euch noch Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Alex.